Bevor es losgeht, lass doch ein Like da. Und wenn du neu bist, Abo und Glocke nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß. Wo niemand lebt. Eine Creepypasta geschrieben von Withbite. Übersetzt von Onkel Sam. Als ich ein Teenager war, hatte ich eine rebellische Phase. Ich hatte gefärbtes, stacheliges Haar und zerrissene Kleidung. Seltsam sein war cool. Jetzt bin ich ein verheirateter Mann, der ein Baby erwartet. Bei der Arbeit steht eine Beförderung an. Ich habe eine Lebensversicherung und eine Hypothek. Meine Frau sagte, sie sei froh, in der Wohnung zu bleiben, die wir gemietet hatten. Ich wollte etwas, das uns gehört. Etwas mit einem Garten. Irgendwo mit netten Nachbarn. Ein Haus für die ganze Familie. Es war samstags nachmittags. Und ich war gerade mit dem Streichen des Kinderzimmers fertig. Ich war gerade dabei, die Pinsel zu reinigen, als ich meine Frau in der Tür stehen sah. Sie stützte ihren inzwischen immer schmerzenden Rücken mit den Händen ab und sah müde aus. Immer noch schön, aber heruntergekommen. Es war keine leichte Schwangerschaft gewesen. »Kennen Sie einen Ritter in glänzender Rüstung?« Der in den Laden geht und einer Dame in Not einen Becher Schokoladeneis kauft?« fragte sie und lächelte. Ich zog meine Jacke an und machte mich sofort auf den Weg zum Laden. Es gab viele Faktoren, die mich veranlassten, an diesem Ort zu kaufen. Unser Haus war eines von 2 Dutzend in einer kleinen Siedlung, die erst vor 5 Jahren gebaut worden war. An einem Tag wie dem, an dem ich in den Laden ging, um Eis zu kaufen, war es leicht, sich vorzustellen, dass ich in einer besseren, unschuldigeren Zeit lebte. Der Rasen wurde gemäht, Kinder spielten Fang, Wäsche wurde zum Trocknen auf Leinen aufgehängt, die sanft in der Hochsommerbrise flatterten. Und ich ging zu meinem Laden an der Ecke. Bis ich hierher zog, bin ich immer zu großen Discountern gefahren und habe in großen Mengen eingekauft. Einkaufen war eine lästige Pflicht. Ich kann nicht singen, also hielt ich mich zurück, als ich anfing zu pfeifen, während ich die Straße hinunterlief. So sollte man das Leben leben, dachte ich. Die Häuser waren alle von denselben Bauträger gebaut worden und sahen sich sehr ähnlich. Ich genoss es, die farbenfrohen Blumen in den Blumenampeln, die Raseneinfassung und die Hausschilder zu betrachten, mit denen die Eigentümer ihre Häuser individuell gestalteten. 10 Minuten Fußweg von meinem Haus entfernt fiel mir zum ersten Mal auf, dass es an einem Ort an Pflege zu fehlen schien. Das Gras auf dem Rasen war lückenhaft und die Farbe an der Fensterfront hatte Risse. Eine Schande, dachte ich, aber ich versuchte nicht zu urteilen. Vielleicht konnten die Bewohner des Hauses ihren Garten und die Außenanlagen nicht so pflegen, wie sie es sich gewünscht hätten. Meine Vermutung schien sich zu bestätigen, als ich durch das vordere Fenster sah, dass eine alte Dame im Haus war. Einen Moment zuvor hatte ich sie dort nicht stehen sehen. Sie muss gerade ins Bild gekommen sein. Sie hatte ihr graues Haar zu einem Dutt hochgesteckt. Auf ihrer Haut waren die Spuren eines langen Lebens eingebrannt. Das Alter, dachte ich, kommt eines Tages auf uns alle zu und setzte meinen Weg fort. Im Laden, als ich das Eis für meine Frau zur Kasse trug, hatte ich eine Eingebung. In einer Auslage in der Nähe des Ladens standen Töpfe mit Blumen zum Verkauf. Das Geld war knapp. Die Ausgaben für ein Neugeborenes und das Haus hatten mich an den Rand der Überschuldung gebracht. Obwohl ich es meiner Frau gegenüber nicht zugegeben hatte, weil ich ihren Stresspegel nicht noch erhöhen wollte, wurde die Finanzierung zu einem Problem.
wenn ich diese Beförderung und die damit verbundene Gehaltserhöhung nicht bekam. Trotzdem beschloss ich, der alten Dame in meiner Straße ein paar Blumen zu schenken. Sie brauchten nicht mal aus dem Topf genommen zu werden und konnten die Fassade ihres Hauses verschönern, indem sie neben die Tür gestellt wurden. Das war das, was ein Nachbar in dem Leben tat, das ich mir selbst geschaffen hatte. Ich hatte ein gutes Gefühl, als ich mich auf den Rückweg machte. Ich erreichte das Haus der alten Dame und wollte gerade anklopfen, als ich einen Mann bemerkte, der in der Einfahrt des gegenüberliegenden Hauses stand. Er schien in den 50ern zu sein und war das, was ich als wettergegerbt bezeichnen würde. Er war fast kahlköpfig und hatte ein ziemliches Bäuchlein. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er in einem Ton, der vermuten ließ, dass dies das Letzte war, was er tun wollte. Meine gute Laune wurde durch einen offensichtlich misstrauischen Nachbarn, der an einem Wichtigtour grenzte, etwas getrübt. Aber ich setzte ein Lächeln auf und antwortete: »Guten Tag, ich bringe nur diese Blumen für die ältere Dame, die hier wohnt, vorbei. Ich dachte, sie würde ihre Veranda und ihren Tag verschönern.« Er schaute finster drein. »In diesem Haus wohnt niemand«, sagte er. »Aber ich habe gesehen«, begann ich zu protestieren. Er unterbrach mich. »Niemand wohnt in diesem Haus. Ich wäre Ihnen also dankbar, wenn Sie sich auf den Weg machen würden.« Ich hatte mehr als genug Druckpunkte in meinem Leben und wollte nicht noch dazu beitragen, indem ich mich mit einem meiner neuen Nachbarn stritt. Selbst wenn er ein Idiot war. Also machte ich mich auf den Weg. Ich stellte den Blumentopf an den Pfosten des Briefkastens in meinem Vorgarten. Ich würde später entscheiden müssen, was ich damit machen wollte, und ging hinein. Meine Frau freute sich über das Eis und ihr Kuss ließ mich die Unannehmlichkeiten vergessen, die sich gerade ereignet hatten. Am nächsten Tag kehrten meine Gedanken jedoch zu der alten Dame zurück. Eine seltsame Nachbarin zu haben, die leugnet, dass sie überhaupt dort wohnt, und dann auch noch am Haus gefesselt zu sein, muss das Leben sehr schwer machen. Und wenn das der Fall war? Ich beschloss, es herauszufinden. Was haben wir vor dem Internet gemacht? Ich schaltete meinen Laptop ein und tippte die Nummer des Anwesens ein, in dem ich die alte Dame gesehen hatte. Es erschien nichts Konkretes über das Haus, aber ich fand ein paar Artikel über eine lokale Nachrichtenseite über die Eröffnung des Anwesens. In einem davon war ein Foto eines jungen Paares zu sehen, dem ein hohes Tier des Bauträgers einen übergroßen Schlüssel überreichte. Ich verfolgte einen Link zu einem Artikel, der ein Jahr zuvor erschienen war, in dem eine ganze Gruppe von hohen Tieren zu sehen war, die sich um eine Schaufel versammelt hatten, um die Einweihungszeremonie zu feiern, die dem Baubeginn vorausging. Dann wurde mein Blick auf einen neuen Link am Ende der Seite gelenkt. Er lautete: »Tragisches Ende der Geschichte eines Paares«. Beunruhigt, aber gefesselt klickte ich auf den Artikel. Ich las sie zweimal und goss mir dann einen Bourbon ein. Das Leben eines ortsansässigen Paares endete letzte Woche auf tragische Weise und die Polizei spricht von einem Mord, Selbstmord. Ihre Leichen wurden in dem Haus gefunden, das sie über 60 Jahre lang gemeinsam bewohnt hatten. Das Ehepaar im Alter von 82 und 79 Jahren soll sich wegen des Baus einer neuen Wohnsiedlung gestritten haben. Ihr Bauernhaus befand sich auf einem für die Siedlung vorgesehenen Grundstück und das Ehepaar hatte mehrere Kaufangebote für ihr Anwesen abgelehnt. Beide Leichen wurden mit tödlichen Schrotkugeln im Kopf gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass der Ehemann, nachdem er seine Frau erschossen hatte, die Waffe auf sich selbst richtete. Es war nicht die brutale Traurigkeit des Berichts, die mir zu schaffen machte. Oder die Tatsache, dass meine Traumgegend in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es war das Bild des Paares, das zusammen mit dem Bericht veröffentlicht wurde. Ich hatte die alte Frau auf dem Foto gesehen, am Tag zuvor, durch die Fensterfront des Hauses.
Das war unmöglich. Natürlich war es das. Ein Penny für deine Gedanken, fragte meine Frau. Ich hatte sie nicht ins Zimmer kommen sehen. Ich schloss die Seite in meinem Browser. Ich nahm ihre Hand in meine. Ich bin einfach dankbar für alles, was ich habe, sagte ich ihr. Ich bin kein kalter Mensch, ich bin nicht egoistisch. Aber ich habe jetzt Verantwortung und Prioritäten. Der Gedanke daran, was dem älteren Paar passiert war, über das ich gerade gelesen hatte, brach mir das Herz. Aber ich konnte mich nicht damit befassen. Meine Frau umarmte mich und flüsterte mir Eiscreme ins Ohr. Obwohl ich fest entschlossen war, mich nicht vom Kurs abbringen zu lassen, schien das Anwesen seinen Glanz verloren zu haben, als ich zum Laden ging. Ich bemerkte eine zerknüllte Bierdose auf dem Boden neben einem Abfalleimer, Graffiti an einem Zaun. Als ich das Haus erreichte, in dem ich die alte Dame gesehen hatte, dachte ich an den Blumentopf, der immer noch auf meinem Vorgarten stand, und beschloss, dass es einfacher wäre, ihn zu behalten. Von der alten Dame oder ihrer Nachbarin war nichts zu sehen. Ich ging weiter. Ich weiß nicht, warum ich einen Blick zurückwarf, aber ich tat es und sah sie. Sie war da. Sie stand in ihrem Fenster, wie zuvor. Eine Kälte erfasste mich. Sie sah genauso aus wie die alte Frau auf dem Foto. Ich starrte sie an, konnte mich nicht beherrschen. Sie erwiderte meinen Blick und nun sah ich das klaffende Loch in ihrem Gesicht. Das Blut, die zertrümmerten Knochen, nur eines ihrer Augen war geblieben. Ich drehte mich um und eilte die Straße hinunter. Die Angst verfolgte mich auf Schritt und Tritt.